Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin MangiDoraffy und wir sind unterwegs im Akkordmodus überwältigen das Feuer. Diesmal im Sturmgeschütz E100 auf der Karte Highway. Der zweite Panzer, den ich gefahren bin. Noch habe ich nicht jeden Panzer auch gegenüber gestanden, das heißt, ich weiß nicht, wie die anderen funktionieren. Und auch erstmal gucken, wenn ich sie selber fahre. Und der Zielkreis geht auf ohne Ende. Kein Schuss getroffen auf den EPR. Und die Kreise, die entstehen, wenn der Arti geschossen hat, das sieht so ideal aus. Naja, jetzt haben wir wenigstens 21 Schaden gemacht. Besser als nix. Wo ich sagen muss, den EPF, den Feier habe ich auch gefeiert, als ich den gefahren bin. Das bin ich aufgegangen. Dahinter hier wahrscheinlich der EPR gerade aufgegangen ist. Ich denke mal, dass es er war. Lackmaus. Selber machen lassen sollen. Der wurde von einem Blackmaus beschossen. Ich persönlich bin auch auf der ersten Munition geblieben in meinen Gefechten. Ich habe gar nicht auf die 2 gedrückt. Glaube ich zumindest nicht. Ich hatte immer die erste. Hat zwar in der Regel weniger Durchschlag, dafür mehr Schaden. Wenn man trifft. Gerade Kanonen runter für die Flakmaus. Die andere schießt noch gerade in die Seite. Aber jetzt 1000 Schaden gemacht. Aufgepasst. Ja, schon an der Hauswand. Ich fahre einfach weiter nach vorne, mache ich mehr Schaden, als wenn ich versuche zu snipern. Wenn ich 1400 haben wir schon abprallen lassen. Einfach da ein Flakmaus. Da es auch noch so die ersten Gefechte waren, hatte ich so das Gefühl, dass sie viele sowieso noch nicht wussten, wo müssen sie hinschießen. Und somit hatten wir die Runde mit 11:1 gewonnen. Ein relativ klarer Sieg. Gefechtsergebnis gibt es wieder stumm zum Schluss.
Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Über einen Kommentar würde ich mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.